sie gefunden? Die Zukunft, die unsere Mitbürger verdienen. In einer alternativen Zukunft ist die Stadt Chicago von der Außenwelt abgeschnitten und die Menschen sind entsprechend ihrer Fähigkeiten in 5 Gruppen eingeteilt. Die furchtlosen Ferox, die selbstlosen Alturan, die freimütigen Kandor, die gelehrten Ken und friedfertige Amity. Was glaubt Janine, was in der Box ist, Caleb? Ich weiß es nicht, aber sie testet Unbestimmte. Sie sucht nach einem, der sie öffnen kann. Findet sie. Jeden einzelnen von ihnen. So, Triss in this film. Nach ihrem Konflikt mit der skrupellosen Ken-Anführerin Janine Matthews und ihrer Flucht aus Chicago steht die unbestimmte Beatrice Pryor mehr denn je zwischen den Fronten der 5 Fraktionen. Janine hört niemals auf, uns zu verfolgen. Es wird Zeit, dass wir uns wehren. Wir sind viel zu wenige. Nicht mehr lange. Charlene Woodley schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle der Triss und wandelt damit ganz klar auf den Spuren von Jennifer Lawrence, die in Tribute von Panem ebenfalls in der dystopischen Zukunftswelt ihren Weg finden muss. Triss und Four haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Sie fühlen sich voneinander angezogen, aber die Figuren entwickeln sich im Verlauf der Geschichte auch weiter und das gefällt mir. Begleitet von ihrem ehemaligen Trainingsleiter Four wird Beatrice gnadenlos von der Ken-Führerin verfolgt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn um herauszufinden, warum sie überhaupt verfolgt wird, muss sie sich Klarheit über die undurchsichtige Allianz verschaffen und die Wahrheit über ihre Vergangenheit ans Licht bringen. Ups, tut mir leid. Hey, Triss. Ist übrigens eine Hammerfrisur. War der Fransenlock Absicht oder war es doch eher ein Unfall? Peter, schnapp dir einfach dein Essen und setz dich. Oder was? Den zweiten Teil der Bestseller-Verfilmung basierend auf Veronika Roths Roman Die Bestimmung, tödliche Wahrheit, inszenierte der deutsche Regisseur Robert Schwentke, der unter anderem auch für Red, Älter, Härter, Besser mit Bruce Willis und Helen Mirren verantwortlich zeichnete. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Was will sie von ihr? Sie ist das perfekte Ziel. Die Bestimmung Insurgent ist komplett in 3D inszeniert, was dem Action-Abenteuer noch mehr Schwung verleiht. Und für alle, die in Englisch nicht so gut aufgepasst haben, Insurgent bedeutet übersetzt aufständisch oder rebellisch. Sie ist die Richtige. Wir müssen retten, was von unserer Zivilisation noch übrig ist. Düstere Zeiten fordern drastische Maßnahmen. Fangen wir an. Ich kämpfe nicht gegen sie. Nein, natürlich nicht. Du kämpfst gegen dich selbst.